Er liegt im Herzen Europas, der Bayerische Alpenraum. Die Freie Wähler Landtagsfraktion hat dieser besonderen Region einen parlamentarischen Abend gewidmet. Florian Streibel, parlamentarischer Geschäftsführer und Abgeordneter aus Oberammergau, weiß, dass der Alpenraum vor großen Herausforderungen steht. Ja, der Bayerische Alpenraum ist eine der strukturschwächsten Regionen in ganz Europa und von daher muss er sich natürlich weiterentwickeln. Denn also hier müssen wir in die Infrastruktur investieren, also gerade also was Straße, Schiene auch betrifft, aber auch was im Bereich der Bildung, zum Beispiel die Schulstandorte müssen erhalten bleiben. Und was ganz wichtig ist, natürlich Internet muss auch im Alpenraum flächendeckend vorhanden sein, denn das sichert die Lebensgrundlage und die Arbeitsplätze im Alpenraum. Ganz ähnlich sieht es Hans Bauer, Hauptmann der Gebirgsschützenkompanie Wallgau. Er macht sich Sorgen um die Zukunft der jungen Leute im Alpenraum. Sie brauchen die Chance für einen qualifizierten Arbeitsplatz und vorher natürlich für einen qualifizierten Ausbildungsplatz, ohne dann nach München fahren zu müssen oder woanders hin. Und das Zweite ist, sie müssen eine Chance haben, sich eine Existenz aufbauen zu können. Das heißt, sie brauchen eine Wohnung, um eine Familie zu gründen und solche Dinge. Und das ist bei uns derzeit alles nicht möglich, weil die Wohnungen so teuer geworden sind oder Grundstücke für ein Haus zu bauen so teuer geworden sind, dass sie eigentlich keine Chance haben. Das wiederum würde sich auch auf die Kultur und das Brauchtum in den Alpen auswirken, ist Bauer überzeugt. Er sieht den Staat in der Pflicht und hat konkrete Vorschläge, insbesondere für den Wohnungsbau. Man hat früher nach dem Krieg, wo die Leute kein Geld gehabt haben, hat man Wohnungsbaugenossenschaften gegründet zum Beispiel. Oder man hat schon sehr viel länger die Kirche und auch das Königshaus haben Erbbaurechte vergeben auf 99 Jahre. Und das ist offensichtlich zurzeit alles vergessen. Und da muss man meines Erachtens der Jugend helfen, damit sich dieser Alpenraum nicht entvölkert, beziehungsweise das wird er ja nicht, sondern er wird vergreisen. Im Fokus des Abends stand auch die Kunst. Die Gäste konnten sich bei verschiedenen Ausstellern ein Bild von alpenländischem Handwerk machen. Unter anderem waren traditionelle Holzschnitzerarbeiten und maßgeschneiderte Trachten zu bewundern. Elisabeth Hinterstocker, Kunsthistorikerin und Leiterin des Stadtmuseums Bad Tölz, gab zudem einen Einblick in die Geschichte der alpenländischen Kunst, sagt aber auch, der Alpenraum darf sich nicht abkapseln. Wir müssen über den Tellerrand drüber hinwegschauen, das ist aber in allen Bereichen so. Und dann kann ich immer sagen, wo will ich meiner Heimat verbunden bleiben und wo muss ich einfach moderner sein. Anders wird es nicht gehen, wenn man sich zurückzieht und bei dem bleibt, was vor 300 Jahren war, dann erstarrt das System und etwas, was starr ist, bricht sehr leicht. Und was bricht, stirbt auch manchmal. Also man muss sich weiterentwickeln. Fazit des Abends: Der Alpenraum muss gefördert werden und benötigt auch mehr Wertschätzung. Dafür wollen sich die Freien Wähler im Bayerischen Landtag auch künftig einsetzen.